Einen Einsatz der besonderen Art hat die Bundeswehr derzeit im Siegerland. Nach einem massiven Wasserschaden im OP-Bereich der Siegener Kinderklinik waren hier keine Operationen mehr möglich. Dringende Operationen mussten in ein anderes Klinikum verlegt werden. Um weiterhin den hohen Standard der medizinischen Versorgung der Klinik aufrechtzuerhalten, wurde die Bundeswehr auf den Plan gerufen. Jetzt wird eine mobile OP-Einheit durch das Lazarettregiment 21 aus Rennerod aufgestellt. Wir sind heute mit 25 Soldaten hier, 13 Autos, größere LKWs verschiedener Tonnage, 6 Container und, wie Sie hinter mir sehen, Zelt gestützt. Das heißt, das ist eine Ergänzung. Tonnage, na, ich schätze jetzt mal grob, sind es um die 30 Tonnen. Früh am Morgen rollten bereits die ersten schweren Lastzüge in Siegen auf den Hof der Kinderklinik. Eine Information über den Umfang des Einsatzes geben die Verantwortlichen der Bundeswehr. Wir haben natürlich bereits in der letzten Woche angefangen, das ganze gesamte Material, das dazu benötigt wird. Denn wir reden ja nicht nur über den Container, sondern über die Peripherie. Von den Zelten angefangen, über die Wärmeerzeuger, die Tankbombe, die wir mit hier herstellen müssen. Da gehört noch eine ganze andere Menge mit dazu, bereits auf die Fahrzeuge zu verladen, zu sichern, damit wir dann heute Morgen auch mit der gesamten Mannschaft vom Hof fahren und rollen konnten. Ja, wir reden über hochwertige Container, die konzipiert sind für die Versorgung unserer Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, und zwar nach dem Maxim des Sanitätsdienstes, nämlich unsere Soldatinnen und Soldaten so zu versorgen, wie sie im Heimatland in Deutschland versorgt werden würden. Ja, wir haben also vom Inventar angefangen bis zum Instrumentarium Hochwertmaterialien, wie das in den Kliniken hier ringsherum genauso Verwendung findet. Die Bundeswehr wurde für diesen Einsatz durch die Kinderklinik angefragt. Von der Maßnahme haben wir durch die Kinderklinik selbst erfahren. Sie ist auf uns zugekommen und hat angefragt, ob so eine Unterstützungsleistung überhaupt möglich wäre. Wir haben dann Hilfestellung angeboten, auf die zuständigen Stellen verwiesen, und im Lauf der Zeit sind die vertraglichen Regelungen erstellt worden, die diesen Einsatz jetzt hier möglich machen. Für die Soldatinnen und Soldaten ein emotionaler Einsatz. Diesen Einsatz umzusetzen hat bei den Soldatinnen und Soldaten, bei mir im Regiment, denke ich, große Begeisterung, Freude ausgelöst, einfach zu zeigen in der Notsituation, was wir können und was wir auf die Beine stellen können, wie wir helfen können. Da sind Soldatinnen und Soldaten immer dabei, wirklich mal in die Einsatzsituation zu kommen und zu zeigen, das können wir. Hochwasser haben wir oft genug schon bewiesen. Jetzt beweisen wir, dass wir auch ein Kinderkrankenhaus mit einem OP-Trakt unterstützen können. Bereits in wenigen Tagen wird im mobilen Bundeswehr-OP-Trakt in Siegen operiert.